Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen auf Behind You. Wir sind gerade im Wald ein wenig unterwegs, wollten mal die Püppi draußen in der freien Wildbahn, gucken, wie die sich da verhält. Und hier mitten im Wald ist gerade ein Waldgottesdienst. Ich glaube, da zeigen wir euch gleich mal ein paar Ausschnitte. Vielleicht machen wir eine Ouija-Sitzung in der Nähe. Schaut es euch jetzt an. Schön, dass du wieder reingeschaut hast auf Behind You. Also wie Martin schon sagte, sind wir gerade im Wald unterwegs und wollten eigentlich mit der Haunted Door hier etwas machen, aber manchmal kommt es doch ein bisschen anders, wie man denkt. Und wir haben jetzt hier festgestellt, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen im Hintergrund hören, dass hier ein Waldgottesdienst ist. Und wir sind nicht Behind You, wenn wir jetzt uns einfach nicht mal mit unserem Ouija-Board ein bisschen nähern. Und deswegen, mal schauen, was hat Martin da gefunden? Pferd mit dem Reiter drauf, ist hier eingeritzt in diesem Baum. Okay, Pferd mit Reiter. Also was ist das für ein Wald überhaupt hier? Und hier hat jemand eine riesen Eule reingemacht. Ja. Kommen wir näher uns mal den Gottesdienst. Ja, also ist auf jeden Fall ein super interessanter Wald. Was ist das hier eigentlich für ein Wald, Martin? Ja, das ist direkt hier oben auf dem Hieser Burgholzwald. Okay, der ist anders, finde ich. Oh, da oben ist ein riesen Gottesdienst, Leute. Ich könnte ihn nicht hören. Wir gehen da jetzt mal leise hin. Aber ich gehe mit euch jetzt mal zu diesem Gottesdienst. Da vorne sitzen ganz viele Leute. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen näher an das Ganze ranzubringen. Mal schauen wir mal, ob das Erfolg hat. Martin hinter mir. Auf jeden Fall hier vorne ist jetzt dieser Gottesdienst. Okay. Martin, bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin direkt hinter dir. Da sind ganz viele Leute. So, ich werde jetzt die Kamera gleich ein bisschen anders halten, damit man nicht sieht, dass die Kamera filmt. Jetzt drehe ich die Kamera mal um. Auf jeden Fall jetzt eine Sitzung, ein Gottesdienst. Wir gehen jetzt hier vorne ein Stück runter und dann müssen wir eigentlich dahinter kommen. Genau. Da haben wir Ouija, was das eine gute Idee ist. Weiß ich nicht, probieren wir es mal. Probieren es aus. Ja, ja, wir haben immer so komische Ideen. So, jetzt auch mal hier das den Weg lang. Nicht, ne? Ja, der Spaß. So, hier gibt es schon geiles Szenen hier. So. Ja.
Da kommt Ferdinand. So, ich folge jetzt Martin. Das ist jetzt so hinter dem Gottesdienst. Also da vorne. Da ist der Gottesdienst. Martin mit seiner epischen Aldi-Tüte. Martin, deine Aldi-Tüte ist episch. Hier? Ah, hier. Martin. Ich weiß was, das können wir gleich mal hingehen, das ist geil gemacht. Scheiterhaufen. Ist das ein Scheiterhaufen? Ne? Nein, nein. Welches Produkt bevorzugst du? Dieses oder das neue? Ja, egal welches. Also diese Szenerie ist schon krass. Martin baut hier unten die Ouija-Bretter auf. Und wenn ich jetzt hier lang laufe, ist da eine freie Predigt. Und ich bin hier mitten im Wald. Ui. Okay, Martin. Ich übergebe dir dann die Cam. So, also Szenerie. So, hier wird der Markus die Witcher-Sitzung halten. Und da hinten im Hintergrund, warte, ich zoome das mal einmal kurz ran. Da wird die Messe gerade gehalten. Also wir sind nur so gute 100 Meter davon entfernt. So, ich bitte jetzt die geistige Welt mir irgendeinen Kontakt zu geben, einen liebevollen Kontakt, die hier an diesem Ort mit mir in Verbindung treten möchte. Ich möchte eine liebevolle Sitzung halten und hoffe, dass es zu irgendeinem Kontakt kommen wird. Wir haben ungefähr jetzt schon 6 andere Sitzungen im Wald vorhin auch getätigt. Und daher bitte ich um einen liebevollen Kontakt. Wenn irgendein liebevoller Kontakt da ist, das mal gerade stellen, dann bitte ich jetzt um einen Kontakt. Oh, Martin, wir haben schon Kontakt, Martin. Ist noch ein zaghafter Kontakt oder ist der? Darf ich dich auch nach deinem Namen fragen? Lothar Martin. Mhm. Also ich persönlich kenne keinen Lothar. Ich kenne auch keinen Lothar. Auf jeden Fall schon interessant, ey. So kurz vorne ist hier die Messe und ich mache hier eine Ouija-Sitzung. Lothar, ich möchte dich ganz gerne etwas fragen. Ich würde dich ganz gerne fragen, wo du dich jetzt in diesem Moment aufhältst. Wo hältst du dich jetzt in diesem Moment auf? Ja, jetzt geht's. L-I- Die Antwort ist Licht. Also da, wo er ist, ist gerade hell. Licht. Ist es bei dir hell, wo du dich gerade aufhältst? Ja, ist hell. Bist du alleine dort, wo du bist?
Nicht alleine. Wer ist noch bei dir? T-O-R-B-E. Torben. Torben ist da. Ist Torben auch eine Seele? Wer ist älter, du oder Torben? Ich, Luther, ist älter wie Torben. Darf ich dich nach deinem Alter fragen, Torben? Darf ich dich nach deinem Alter fragen, Lothar? Ich würde dich gerne fragen, Lothar, aus welchem Jahr du bist. In welchem Jahr bist du geboren worden? In welchem Jahr bist du geboren worden, Lothar? Ich muss einmal umknien. Darf ich dich das fragen, Lothar? Kein Kontakt. Vom Rücken. Also das ist nicht gerade bequem hier, Leute. Bist du noch da, um Kontakt mit mir zu halten? Darf ich dich jetzt fragen, aus welchem Jahr du bist? Die Frage ist falsch. Die Frage möchte ich nicht beantworten. Ist das okay, was wir hier machen? Oder hat der Torben was dagegen? Torben hat was dagegen, Martin. Doch, Torben möchte das nicht. Oder hat Torben was dagegen, dieses Ja dir zu nennen, mir zu nennen? Was ist jetzt los? Geht. Komm, geht. Dann beende, wenn wir gehen sollen. Sollen wir gehen? Ja, dann beende den Kontakt. Und was ist, wenn wir bleiben? Kommt hoch. Beenden wir. Willst du uns damit jetzt irgendwie drohen, oder was? Und was ist, wenn wir nicht auf deine Drohung eingehen? Jetzt ist nichts. Bist du noch anwesend? Dann beenden wir das Ganze. Mit Tod ist jetzt nicht so schön zu spaßen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Sitzung. Auf jeden Fall war spannend. Tut aber der ganze Rücken weh. Ja, war auf jeden Fall eine spannende Sitzung. Ich nehme mal das Ganze mal einfach mal rüber. Ich muss mich hinstellen. So, ich drehe mal Display rum. Also wir hatten auf jeden Fall zwei Kontakte gehabt. Ah, Torben war das und Lothar, ne? Und Lothar war, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere, die ältere Person von beiden. Und nach der Frage des Jahres bekamen wir keine Antwort, beziehungsweise ich nicht. Wir wurden auch aufgefordert zu gehen und es wurde mit Tod gedroht. Das sind dann auch für uns Sachen, wo wir sagen, okay, dann machen wir einen Cut an der Stelle, weil geht ja dann doch schon um Sicherheit. Gerade weil hier im Hintergrund, ich zoome euch das mal ran. Halt die freie Messe gerade ist. Kann auch sein, dass es jetzt damit was zu tun hat, oder? Lass jetzt mal hingehen. So. Ja, das war's an der Stelle. Wir wollten spontan eigentlich jetzt mal was ganz anderes machen. Hat sich komplett anders ergeben. Wir haben jetzt eine Ouija-Sitzung in der Nähe von einem Gottesdienst abgehalten. Läuft. Und jetzt mal schauen, was ihr am nächsten Tag wieder erwarten werdet. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.